In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um Weltraumflugzeuge. Davon gab es im Laufe der Jahre zahlreiche Exemplare. Heute werfen wir einen genauen Blick auf den Dream Chaser und die meisten seiner Cousins. Wir schauen uns heute eine Möglichkeit an, die Raketengleichung zu umgehen, die bis heute als unumgänglich klassifiziert wird. Es erwarten euch das Triebwerk, welches seinen eigenen Treibstoff im Flug herstellt, das schnellste bemannte Flugzeug der Geschichte, das am schlechtesten gehütete Geheimnis der zeitgenössischen Raumfahrt und wir schauen uns an, woher diese Idee des Weltraumflugzeugs überhaupt kommt und wo sie hinführen könnte. Und was hat das alles mit SpaceX's Starship zu tun? Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, damit du das vollständige Bild zu sehen bekommst. Die Geschichte der Weltraumflugzeuge ist eine lange und frustrierende. Und sie ist alles andere als leichte Kost. Also mach dich auf eine harte und vollgepackte Ausgabe gefasst. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier etwas lernst und du einen Mehrwert aus meinen Videos ziehst, dann freue ich mich, wenn du Mars-Chroniken abonnierst, damit wir dem YouTube-Algorithmus zeigen, dass Raumfahrt für alle ist. Wer möchte, kann mich auch gerne direkt auf YouTube unter diesem Video oder auf Patreon mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das ermöglicht es mir, immer bessere Videos für euch zu produzieren. Also hau auf den Like-Button, dann kann es auch schon losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Um euch ein vollständiges Bild malen zu können, blicken wir einmal zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt in das Jahr 1927, als der US-amerikanische Abenteurer Charles Lindbergh mit seinem Flugzeug Spirit of St. Louis als erster Mensch den Atlantik überquerte und in Paris Le Bourget landete. Lindbergh tat das aber nicht aus philanthropischen Gründen, sondern weil er den Ortigpreis in Höhe von 25.000 US-Dollar abräumen wollte. Inflationsbereinigt wären das heute etwa 400.000 US-Dollar. Charles Lindbergh sympathisierte bekanntlich mit Nazi-Gedankengut. Daher ist er in meinen Augen etwas problematisch. Aber es waren einige Luft- und Raumfahrtpioniere Nazis. Deswegen möchte ich dieses Thema gerne in einem eigenen YouTube-Video behandeln. Obwohl Lindbergh nicht aus den nobelsten Gründen den Atlantik überquerte, so trägt er doch eine große Mitverantwortung für einen großen Sprung in der Entwicklung von Flugzeugen. Der 25.000 US-Dollar Preis sorgte für starke Investitionen im Bereich der Luftfahrt. Damals war aber noch nicht die Rede von Weltraumflugzeugen. Warum, erzähle ich euch dann davon. Nun, weil sich 1996 der Milliardär Peter Diamandis den Ortigpreis als Vorbild nahm und einen Preis von 10 Millionen US-Dollar ausschrieb. Dafür gründete er die XPRIZE Foundation, die seitdem das Ziel verfolgt, mit solchen Wettbewerben Anreize für technologischen Fortschritt zu schaffen. Der Preis sollte an denjenigen gehen, der es schaffen sollte, ein Flugzeug über die Kármán-Linie zu fliegen. Die Kármán-Linie ist die international anerkannte Grenze zum Weltraum. Den Namen hat die Grenze von seinem Erfinder bzw. Begründer Theodor von Kármán. Der ungarisch-amerikanische Physiker wollte eine Grenze definieren, über welcher kein Flugzeug mehr fliegen kann, weil die Luft da oben schon so dünn ist. Man hat zwar bis weit über die 100 Kilometer Höhe noch Luftpartikel, aber nur noch ganz wenig. Daher erkannte die Fédération Aéronautique Internationale diese Linie an, die bis heute noch als Grenze zum All gilt. Außer die Amis. Die mussten ihre eigene Grenze bei 50 Meilen definieren. Das entspricht etwa 80 Kilometer. Aber wir schweifen ab. Das Preisgeld des Ansari X-Prize Wettbewerbs in Höhe von 10 Millionen US-Dollar lag ganze 8 Jahre herum, bis es jemand schaffte, mit einem Flugzeug die Kármán-Linie zu überqueren. Dieser jemand war Bert Rutan mit seinem Spaceship One von Scaled Composites. 2003 fanden die ersten Testflüge statt, bevor das erste Weltraumflugzeug im Juni 2004 die Grenze zum All überquerte. Spaceship One kommt dir vielleicht bekannt vor. Du denkst wahrscheinlich, dass das Konzept dem von Virgin Galactic sehr ähnlich sieht. Und tatsächlich hat Virgin Galactic diese Idee von Scaled Composites gekauft. Beziehungsweise haben sie 2005 ein Joint Venture mit dem Namen der Spaceship Company gegründet. 2012 zog sich Scaled Composites aus diesem Joint Venture zurück und hinterließ Virgin Galactic als den Alleineigentümer dieser Idee. Virgin Galactic hatte auch lange zu kämpfen, bis sie dieses Jahr ihren ersten kommerziellen Flug mit Passagieren absolvieren konnten. Dabei flog der Milliardär und Gönner dieser Unternehmung, Sir Richard Branson, selbst mit. Wenn dich dieser Flug interessiert, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht.
Du findest es hier in der Infobox. Im Oktober 2014 erlitt Virgin Galactic einen herben Rückschlag, als bei einem Testflug der VSS Enterprise das Schiff beim Wiedereintritt in die Atmosphäre auseinanderbrach und dem Co-Piloten Michael Aylesbury das Leben kostete. Der Pilot Peter Seybold wurde dabei schwer verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Fehler darin gelegen hatte, dass der Co-Pilot das sogenannte Airbrake-System zu früh aktivierte. Das führte dazu, dass das Schiff in der Mojave-Wüste in der Nähe von Cantil, Kalifornien abstürzte. Bis heute wird der Wiedereintritt vom Piloten gesteuert und ist nicht automatisiert. Das finde ich etwas problematisch, denn Menschen können Fehler machen. Sie können einen schlechten Tag haben oder abgelenkt sein. Ich bin ein großer Befürworter von Automatisierung in der Raumfahrt. Denn Computer sind in vielerlei Hinsicht verlässlicher als Menschen. Und so funktioniert dieses sogenannte Air-Launch-System. Ein Mutterschiff trägt den suborbitalen Gleiter mit Hybridantrieb auf ungefähr 14 Kilometer Höhe und lässt das Raumschiff fallen. Kurz darauf zündet das Triebwerk und bringt die Crew ins All. Und obwohl Spaceship One die Kármán-Linie mehrfach überquerte, flog VSS Unity nur über die von den USA anerkannte Weltraumgrenze von 80 km. Sobald das Triebwerk ausgebrannt ist, hat das Schiff noch genug Momentum, um weiterzusteigen. Aber ab da empfinden die Passagiere schon beinahe Schwerelosigkeit. Dieser Zustand hält einige Minuten an, bevor sich die Crew wieder anschnallen muss, da es wieder zurück Richtung Erde geht. Vor dem Wiedereintritt in die Atmosphäre rotiert das Schiff seine Flügel so, dass sie extra Luftwiderstand bieten und dabei für die notwendige Stabilität sorgen. Diese Funktion wird auch Feather, also Feder genannt. Mit über 800 Mitarbeitern hat Virgin Galactic bislang erst einen Umsatz von 240.000 US-Dollar erzielt. Angeblich wurden aber bereits über 600 Tickets für derartige suborbitale Flüge zu je einer Viertelmillion US-Dollar verkauft. Gerüchten zufolge wird auch Elon Musk mal in ein derartiges Flugzeug steigen. Details dazu sind mir leider nicht bekannt. Übrigens, für den Betrieb dieser Touristenattraktion hat Virgin Galactic einen hunderte Millionen Dollar teuren Weltraumflughafen in New Mexico in den USA gebaut. Sieht richtig cool aus. Hoffentlich ist da bald mehr Action. Über die Jahre gab es ein paar solcher Air-Launch-Konzepte, wie Launcher One von Virgin Orbit, Pegasus von Northrop Grumman und NOTS EV-1 oder auch Notsnik genannt von der US Navy. Viele Entwicklungen haben gar nicht erst das Licht der Welt erblickt. Aber es sind im Moment einige Air-Launcher in Arbeit, darunter die Valkyrie von Gaia Aerospace aus Deutschland und Arca Space aus Rumänien. Air-Launch ist aber nicht das heutige Thema. Ich schweife wieder ab. Das heutige Thema sind Weltraumflugzeuge. Dazu hatte die NASA mit der US Air Force zwischen 1966 und 1969 eine fünfteilige Studie zu sogenannten Integrated Launch and Re-Entry Vehicles veröffentlicht. Zu dieser Zeit war noch die Saturn V im Betrieb. Aber die NASA war auf der Suche nach einer günstigeren und wiederverwendbaren Alternative dazu. Denn inflationsbereinigt kostete eine Saturn V Mission 1,23 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Menge Schotter. Und die NASA ist ja nicht dumm. Deswegen hatten sie damals schon die Wiederverwendbarkeit im Sinn. Denn das sollte die Kosten dramatisch senken. Spoiler-Alarm, Wiederverwendung ist nicht im Interesse der Auftragnehmer der NASA. Das würde weniger Umsatz für sie bedeuten. Daher schafften sie es, die Wiederverwendung bis zum Erscheinen von SpaceX hinauszuzögern. In meinen Augen hat ULA, Boeing und Lockheed jahrelang nichts anderes gemacht, als ihr eigenes Grab zu schaufeln. Und nun stehen sie mit einem Fuß schon in diesem Grab. Bevor wir zum Space Shuttle und zum Dream Chaser kommen, müssen wir noch einen kleinen Ausflug machen. Werner von Braun stellte sich schon Raumschiffe vor, die regelmäßige Trips zu verschiedenen Raumstationen machen. Von Braun ist auch ein umstrittener Mensch, denn bevor er für die NASA arbeitete, war er die führende Persönlichkeit, wenn es um die Entwicklung von Raketen in Nazi-Deutschland geht. Bei Nazis trenne ich gerne die technischen Pionierleistungen von ihrer politischen Gesinnung. Aber wie gesagt, das Thema verdient ein eigenes Video. Es war auch ein Deutscher, der das Konzept für das erste Weltraumflugzeug entwarf. Nicht von Braun, sondern Eugen Sänger. Der Silbervogel bestand aus einem großen Rumpf und verhältnismäßig kurzen Flügeln. Der Rumpf war so designt, dass er selbst Auftrieb erzeugen konnte. Er sollte
in die höchsten Schichten der Atmosphäre vordringen und den Feind auf der anderen Seite des Atlantiks mit Bomben überraschen. Und so hätte es funktioniert. Der Silbervogel sollte Langstreckenflüge mit Hilfe einer Serie von kurzen Sprüngen realisieren. Das Flugzeug sollte zu Beginn seiner Mission entlang einer 3 Kilometer langen Eisenbahnschiene durch einen raketengetriebenen Schlitten beschleunigt werden. Einmal gestartet, sollte es seine eigenen Raketen zünden und auf eine Flughöhe von 145 km ansteigen, in der es mit einer Geschwindigkeit von 22.100 km/h geflogen wäre. Dann sollte es schrittweise in die Stratosphäre herabsteigen, wo die höhere Luftdichte einen Auftrieb auf der flachen Unterseite des Flugzeugs erzeugt hätte, der es schließlich zum Springen gebracht und auf eine größere Flughöhe hätte ansteigen lassen. Daraufhin hätte sich der Vorgang wiederholt. Wegen des Luftwiderstands wäre jeder Sprung kleiner gewesen als der vorherige. Es wurde jedoch errechnet, dass der Silbervogel in der Lage gewesen wäre, den Atlantik zu überqueren, eine 4000 Kilogramm Bombe über dem amerikanischen Kontinent abzuwerfen und dann seinen Flug bis zur Landung irgendwo im japanischen Teil des Pazifiks fortzusetzen. Eine Reise von insgesamt 24.000 Kilometer. Bei Nachkriegsanalysen stellte sich ein Fehler in der Berechnung der aerodynamischen Erhitzung beim Wiedereintritt heraus. Die Neuberechnung erbrachte, dass der Silbervogel ohne Kurskorrektur beim Wiedereintritt verglüht wäre. Trotzdem war es nicht unmöglich, dieses Problem zu lösen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten die USA und die Sowjetunion Interesse an Sengers Arbeit. Sanger war eigentlich Österreicher, aber damals wegen Anschluss und so Deutscher. Der Entwurf war bemerkenswert, da er neue Raketentechniken und das Prinzip eines Gleiters ausnutzte. Am Ende wurde der Entwurf als zu komplex und teuer für eine Realisierung angesehen. Es gab zum Glück nur Windkanaltests. Aber die X-15 von North American Aviation hatte große Ähnlichkeit zum Silbervogel. Dieser stellte in den 1960er Jahren eine Reihe von Geschwindigkeits- und Höhenrekorden für bemannte Flugzeuge auf. Mit 7274 km/h hält sie heute noch den Rekord für das schnellste bemannte Flugzeug. Aber mit nur rund 200 Flügen insgesamt war es nicht die größte Erfolgsgeschichte. 13 dieser Flüge schafften es über die von der NASA festgelegte Grenze zum Weltall von 50 Meilen oder 80 Kilometer. 1968 wurde die X-15 in Rente geschickt. Das brachte die Welt der Weltraumflugzeuge aber erst richtig in Schwung. Hier einige andere Entwicklungen, die es in diesem Bereich gab. Das HL-10 von Northrop wurde 1966 einige Male aus großen Höhen fallen gelassen, um die Gleiteigenschaften zu testen. Hat es aber nie wirklich geschafft, den Betrieb aufzunehmen. Boeings X-20 Dinosaur war ein Programm der US Air Force, welches versuchte, einen Weltraumgleiter zu bauen, der eine breite Palette an Einsatzgebieten hatte. Ja, das Flugzeug wurde echt Dinosaur genannt. Aber nicht Dinosaur wie der Dinosaurier, sondern wie der Dynamic Soarer, also der dynamische Segler. Es hätte dazu verwendet werden sollen, um den Feind zu bombardieren, gegnerische Satelliten zu sabotieren, Aufklärungsarbeit zu leisten und eigene Satelliten zu warten. Die X-20 hätte auf einer Titan II Rakete starten sollen. Das Programm lief von 1957 bis 1963 und verschluckte inflationsbereinigt ca. 6,6 Milliarden US-Dollar. Kurz nach Beginn der Bauarbeiten des ersten Modells wurde das Programm eingestellt. In meinen Augen ist jedes militärische Flugzeug, das nicht gebaut wird, ein Segen. Hier hatte man sich ganz offensichtlich auch an den Silbervogel angelehnt. Aber nicht nur die Deutschen und die Amis haben Weltraumflugzeuge gebaut. Auch die Sowjets haben Anstrengungen unternommen, ein solches Gefährt zu bauen. Die Mikoyan-Gurevich oder auch MiG-105 war ihre Variante eines bemannten orbitalen Gleiters. Aber es wurde nie mehr als ein Prototyp gebaut. Es wurde wegen seiner Nasenspitze auch Labot genannt. Das ist russisch und steht für Schuh. Die Entwicklung begann 1965 und wurde 1969 eingestellt. Und als Antwort auf das Space Shuttle der Amis nahmen die Sowjets das Projekt 1974 wieder auf. Insgesamt absolvierte Labot im Laufe der Jahre 8 Testflüge mit Hyperschallgeschwindigkeit und wurde dann nach einem Unfall im Jahr 1978 komplett eingestellt, um Ressourcen für die Entwicklung der Buran freizuschaufeln. Die Buran war die ultimative Antwort auf das Space Shuttle. Aber sie schaffte nur einen einzigen Flug im Jahr 1988, bevor die Sowjetunion kollabierte. Wenn ich die Buran ansehe, sehe ich eine Ariane 5
5 und ein Space Shuttle. Natürlich wurde das Projekt nach dem Fall der UdSSR nicht weiter verfolgt. Aber der einzige unbemannte orbitale Flug war nicht nur erfolgreich, sondern sie demonstrierten auch die Fähigkeit, einen solchen Gleiter automatisch zu landen. Wir reden von Zeiten vor über 30 Jahren. Ich kann heute noch kein Flugzeug fliegen, geschweige denn landen. Unglaublich, wie weit die Russen damals schon waren. Die Buran wurde mit der sogenannten Energia-Rakete, die der Ariane 5 so ähnelt, in einen Orbit gebracht. Sie war 36 Meter lang, hatte eine Spannweite von 24 Meter und wog voll betankt rund 75 Tonnen. Das russische Space Shuttle war in der Lage, 30 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit zu befördern. Zum Vergleich, das Shuttle war ungefähr gleich groß wie die Buran, schaffte aber etwas weniger, nur rund 27,5 Tonnen in einen niedrigen Erdorbit zu befördern. Nicht vergessen, ein Abo und ein Like dazulassen. Danke dir! Und damit niemand sagt, ich berichte nie über die ESA, möchte ich auch Ihre Anstrengungen in diesem Bereich beleuchten. Das europäische Weltraumflugzeugprojekt heißt Hermes und wurde 1975 von der französischen Raumfahrtagentur CNES designt. Ihr Aussehen wurde an Boeings Dinosaur angelehnt. Nach dem Space Shuttle Challenger Disaster 1986, bei dem alle 7 Astronautinnen und Astronauten ums Leben kamen, wurde das Programm gestoppt, um die Crewkabine abtrennbar zu machen. 1987 übernahm die ESA das Projekt. Die vorhin erwähnte Ariane 5 wurde eigentlich so entworfen, dass sie Hermes transportieren kann. Ich würde mal sagen, Ziel verfehlt. Dann gab es natürlich Budgetüberschreitungen, Verspätungen und obendrein ging die ESA eine Partnerschaft mit der russischen Raumfahrtagentur ein, sodass die Entwicklung 1992 stillgelegt wurde. Es wurde nicht ein einziger Prototyp gebaut. Aber während der 2010er Jahre wurden die Pläne wieder aus den Schubladen geholt und die ESA startete einen neuen Versuch, ein orbitales Weltraumflugzeug zu bauen. Dieses Mal unter dem Namen SOAR. SOAR sollte auf dem Rücken eines Airbus A300 in die Luft gebracht werden, wo sie abgeworfen wird, um ihr russisches NK-39 Triebwerk zu zünden und eine maximale Nutzlast von 250 kg ins All zu befördern. Dieses Triebwerk hätte das Weltraumflugzeug auf eine Höhe von rund 80 km bringen können. Danach hätte SOAR theoretisch auf einer Landebahn landen können. Mit einer zusätzlichen Einweg-Oberstufe hätte sie auch orbitale Fähigkeiten gehabt. Der erste Flug hätte 2017, also über 30 Jahre nach der Initiation dieses Projekts, stattfinden sollen. Hätte, hätte Fahrradkette. Den endgültigen Dolch ins Herz hat das Projekt bekommen, als die Gesellschaft, die SOAR betreiben hätte sollen, nämlich Swiss Space Systems, Ende 2016 von einem Schweizer Gericht für bankrott erklärt wurde. Nach schwerer Verschuldung waren sie so verzweifelt, dass sie beinahe einen Kredit von einer unlizenzierten Bank aus Singapur aufgenommen hätten. Aber das wurde von der Regierung in Singapur verhindert. Somit steht die ESA wieder ohne eigenes astronautisches Programm da. Zwischen 1995 und 2002 arbeitete die NASA an der X-38, einem anderen Weltraumgleiter, der als Fluchtmodul für die ISS dienen hätte sollen. Diese hätte ebenfalls auf einer Ariane 5 starten sollen. Insgesamt gab es 3 Prototypen, die aufeinanderfolgend gebaut wurden und jeweils auf den Erkenntnissen des Vorgängermodells aufbauten. Die X-38 hätte 7 Menschen von der ISS sicher zur Erde zurückbringen können. Bei den Tests wurde das flügellose Gefährt mit einer B-52 in große Höhen gebracht und fallen gelassen. Die NASA führte die Entwicklung an, aber auch die ESA und die deutsche Raumfahrtagentur DLR waren laut Wikipedia daran beteiligt. Gebaut wurde das Vehikel von Scaled Composites. Das sind die, die Spaceship One gebaut hatten. Und witzigerweise war Rob Meyerson auch am Bau der X-38 beteiligt. Er wurde später Präsident von Blue Origin, bevor Bob Smith übernahm, und sitzt jetzt im Vorstand von Axiom Space. Darüber hatte ich in meinem Video über Raumstationen berichtet. Ich verlinke das Video dazu hier in der Infobox. Die X-38 nutzte den bis heute größten Fallschirm, der je geflogen ist. Traditionell wird die Größe solcher Fallschirme in Quadratfuß angegeben. Umgerechnet hatte dieser Fallschirm eine Fläche von rund 700 Quadratmeter. Aber auch der größte Fallschirm der Welt konnte dieses Programm nicht retten. Aufgrund von verrückten Budgetüberschreitungen wurde die Entwicklung 2002 eingestellt. Dem sehr ähnlich ist ein italienisches Projekt mit dem Namen Space Rider. Space Rider wird von der ESA unterstützt und soll die ESA mit routinemäßigem Zugang zum All ausstatten. Dieses Gefährt kann aber keine Menschen befördern.
nur Cargo. Der Jungfernflug soll im dritten Quartal 2023 mit einer Vega-C-Rakete stattfinden. Dieser Gleiter soll ebenfalls mit einem Fallschirm landen. Das russische Pendant dazu ist der Clipper von RSC Energia. Daran arbeiteten die Russen zwischen 2004 und 2006. Es hätte die sich aktuell in Betrieb befindende Raumkapsel Soyuz ersetzen sollen. Clipper hätte 6 Menschen zur ISS befördern können. Dieses Projekt ist im Moment auch in irgendeiner Schublade in Moskau verschwunden. Vielleicht taucht sie irgendwann wieder auf. Die ISRO, die indische Raumfahrtagentur, hat auch 2016 einen erfolgreichen Test ihrer RLV-TD zu verbuchen gehabt. Das soll eine kleine Version dessen gewesen sein, was sie planen. Bei dem Test erreichte das Weltraumflugzeug eine Höhe von 80 km und soll orbitale Geschwindigkeiten erreichen können. Bisher wurden nur Hyperschallgeschwindigkeiten mit Hilfe einer Feststoffrakete erreicht. Und du hast es schon erraten. Wenn die USA, Indien und sogar die ESA an einer Idee arbeiten, dann lässt China nicht lange auf sich warten. Sie planen ein 2-stufiges, vollständig wiederverwendbares Weltraumflugzeug. Im Sommer dieses Jahres sollen sie ein derartiges Vehikel ins All geschossen haben. Dazu gibt es natürlich nur Gemunkel. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Es soll eine Mini-Version der X-37 sein. Die Boeing X-37 der US Air Force ist so ziemlich das am schlechtesten gehütete Geheimnis der zeitgenössischen Raumfahrt. Dabei handelt es sich um ein Weltraumflugzeug, welches im Prinzip eine Baby-Version des Space Shuttles ist. Es hätte sogar in die Ladebucht des Shuttles gepasst, da es sogar kleiner als der Dream Chaser ist. Wenn die X-37 aus der Ladebucht des Shuttles gekommen wäre, hätte das ausgesehen, als würde das Shuttle gerade ein Baby bekommen. Es ist eine 120% große Version des Boeing X-40. Die NASA startete das Projekt, übergab an DARPA und nun hat die Space Force übernommen. Theoretisch handelt es sich um ein streng gehütetes militärisches Geheimnis. Aber Bilder wurden veröffentlicht und dank des Internets konnte nicht mal das US-Militär diese Bilder wieder verstecken. Seit 2010 sind 6 Missionen bekannt geworden. Bei der letzten Mission verbrachte das Flugzeug 779 Tage oder rund 2 Jahre im Erdorbit, wobei Triebwerke, Hitzepumpen und Ionentriebwerke getestet wurden. So zumindest die Angaben von offizieller Seite. Aber wir wissen, wie sehr wir den Angaben des Militärs trauen können. Da sie so klein ist, wird sie vermutlich keine Bomben tragen. Aber als Spionagestation eignet sie sich allemal. Manche unterstellen den USA, dass sie mit der X-37 die chinesische Raumstation Tiangong ausspionieren. Aber ich lasse mich nicht auf dieses Niveau der Gerüchteküche herab. Jedenfalls wird sie mit einer Atlas V in die Erdumlaufbahn gebracht und kann dort vermutlich mit ihren Triebwerken ziemlich frei herumfliegen und jeden möglichen Schabernack treiben. Du siehst, die Geschichte der Weltraumflugzeuge ist eine lange und frustrierende. Aber jetzt wird es erst richtig hart. Die vorhin erwähnte 5-teilige Studie der NASA führte schlussendlich zu einem Kompromiss. Denn das war das Space Shuttle in Wirklichkeit. Es hätte echt coole Designs für wirklich wiederverwendbare Raketen und Weltraumflugzeuge gegeben. Aber Präsident Richard Nixon, der Kongress und die US-Militärs wollten das Space Shuttle, weil es groß genug war, ihre gigantischen Spionagesatelliten zu befördern. Und es versprach schnelle und günstige Wiederverwendung. Offiziell lief das Projekt unter dem Namen Space Transportation System oder kurz STS. In den 30 Jahren zwischen 1981 und 2011, in denen das Shuttle in Betrieb war, kamen 5 Shuttle-Orbiter zum Einsatz. Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis und Endeavour. Obwohl der Jungfernflug 10 Jahre vor meiner Geburt stattfand, habe ich doch als Kind zahlreiche Shuttle-Starts mitbekommen. Damals dachte ich, dass das die Zukunft ist. Zu Apollo-Zeiten landete man mit einer schäbigen Kapsel im Ozean mit Fallschirmen und musste geborgen werden. Und der kleine Sirwan sah die Space Shuttles auf Landebahnen landen und war begeistert. Joe Scott sagt es auch in seinem Video. Heute sind die Shuttles Museum-Artefakte und wir landen wieder in Kapseln im Ozean. Fühlt sich irgendwie an wie ein Rückschritt. Bist du noch auf der Suche nach einem coolen Weihnachtsgeschenk? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Der neue Mars-Chroniken Merch-Shop ist online. Dort findest du auch Senkrechtstarter und Mondgeflüster-Merch. Wir haben uns zusammengetan, um euch ein besseres Shopping-Erlebnis zu bieten. Also schau gerne rein und gönn dir was Schönes. Es gab zahlreiche Gründe für die Pensionierung des Shuttles. Dazu kommen wir gleich. Es war nicht nur eine Cash-Cow für die Auftragnehmer, sondern es war ein wichtiger Bestandteil im Bau der ISS und dank des Shuttles konnten wir das Hubble Space Teleskop in die Erdumlaufbahn bringen. Auch als das Hubble Reparaturen brauchte, war das Space Shuttle zur Stelle.
Insgesamt absolvierte es 135 Missionen. 133 davon waren erfolgreich. Die übrigen zwei kosteten jeweils 7 Menschen und schlussendlich auch dem Space Shuttle Programm das Leben. 1987 wurden 7 Menschen beim Start des Challenger Shuttles getötet. Ich verwende hier bewusst das Wort getötet, denn sie sind nicht einfach gestorben. Diese Toten sind das direkte Ergebnis der schweren Bürokratie und der Gier der Auftragnehmer. Jahre vor dieser Katastrophe wurde bekannt, dass es Probleme mit einigen Lichtungsringen gab. In zahlreichen Berichten wird darauf hingewiesen, aber die Angst vor Veränderung und Reiteration verhinderte, dass es behoben wird. Ganz nach dem Motto, das wird schon passen, was soll denn passieren? Tatsächlich gab es unmittelbar vor dem Start der Challenger eine Krisensitzung aufgrund der kalten Temperaturen. Genau da präsentierten sich nämlich die Schwäche der Dichtungsringe. Sie wurden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt porös und spröde, sodass sie ihre einzige Aufgabe nicht erfüllen konnten. Der Krisenstab hat sich in letzter Minute gegen einen weiteren Startabbruch und für den Start und damit das Töten dieser Crew entschieden. Und das obwohl die Ingenieure vor einer Katastrophe warnten. Schließlich wurde das Shuttle-Programm für 2 Jahre auf Eis gelegt, während diese Verbindungsstelle verbessert wurde. 2 Jahre wegen eines einzigen O-Rings. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Hier wird klar, warum sie den Start nicht abbrechen wollten. Denn das hätte einem Eingeständnis geglichen. Aber ihre Arroganz ließ das nicht zu. Fehler können auftreten. Aber man muss sich diese vor Augen führen und aus der Welt schaffen. Den Kopf in den Sand stecken macht nichts besser. Danach fanden 88 erfolgreiche Missionen statt, bevor 2003 die zweite Katastrophe, die Raumfahrt und die ganze Welt erschütterte. Hier wurde das Schicksal der 7 Crewmitglieder ebenfalls beim Start besiegelt. Einige Sekunden nach dem Start brach ein Stück Schaumstoff vom externen Tank ab und traf die Vorderseite der linken Tragfläche. Dabei wurde ein verstärktes Kohlenstoff-Kohlenstoff-Panel beschädigt. Als der Orbiter am 1. Februar 2003 wieder in die Atmosphäre eintrat, traten heiße Gase durch das Leck hinter die Hitzeschutzkacheln und zerstörten das Shuttle von innen nach außen. Die Crew hatte keine Chance zu überleben. Tragisch. Und jetzt wird es noch härter. Als 2 Jahre später die Return to Flight Mission STS-114 startete, brach ebenfalls ein Stück Schaumstoff vom externen Tank ab, verfehlte aber den Orbiter. In der Zeit bis dahin operierte die ISS mit einer Crew von nur 2 Astronauten. Die Endeavour wurde auch bei der STS-118 von einem solchen Brocken getroffen. Der Schaden war aber im Vergleich zur Columbia minimal. Auch die zweite Return-to-Flight-Mission, STS-121, hatte ein ähnliches Problem mit einem Riss im Schaumstoff um den externen Tank. Hier riskierte man wieder ganz bewusst das Leben der Crew. Denn obwohl der oberste Ingenieur und Sicherheitschef für die Mission davon abriet zu starten, entschied man sich dafür, nicht auf ihn zu hören. Zum Glück ging alles gut. Aber das war nur ein Lotterielos. Und so sollte man keine Raumfahrt betreiben. Schließlich verkündete George W. Bush im Jahr 2004 das Ende des Space Shuttles. Die letzte Mission war STS-134. Aber 2010 wurde ein weiterer Flug beschlossen, um Servicearbeiten an Hubble durchzuführen. Man ging hier erneut ein großes Risiko ein, mit dem Argument, dass die Crew im Falle eines Schadens auf der ISS auf ihre Rettung warten kann. Schließlich flog das Space Shuttle Atlantis die letzte STS-Mission am 8. Juli 2011. Bis zum Start der Crew Demo 2 Mission von SpaceX am 30. Mai 2020 waren die USA, aber auch Europa davon abhängig, in der russischen Soyuz zur ISS zu fliegen. Das ist echt eine tragische Geschichte, die so nicht hätte laufen müssen. Insgesamt sind bis heute 18 Menschen im Dienste der Raumfahrt ums Leben gekommen. 14 davon hat das Space Shuttle zu verantworten. Abgesehen von 14 toten Menschen konnte das Space Shuttle auch sein Versprechen nicht halten, schnell und kostengünstig zu starten. Nach jeder Mission mussten alle 20.500 Hitzeschutzkacheln per Hand inspiziert bzw. ausgetauscht werden. Jede davon hatte eine individuelle Form und Größe. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das sein muss. Das führt dazu Startkosten von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar. Damit kann man heute 10 Crew Dragons starten.
Bevor wir zum Highlight der heutigen Ausgabe kommen, habe ich noch ein Zitat vom Chefingenieur für die Space Shuttle Abfertigung Stephen Sullivan. Das Ende jeder Mission setzte einen 4-5 Monate langen Prozess in Bewegung, der über 750.000 Arbeitsstunden und wortwörtlich Millionen an Verarbeitungsschritten beinhaltet, um das Space Shuttle für den nächsten Flug vorzubereiten. Ich sage noch immer, dass die NASA und die US-Regierung hier über den Tisch gezogen wurden. 40% der Flotte versagten auf katastrophale Art und Weise. Fast 1,5% der Missionen sind fehlgeschlagen. Dabei hatten sie Glück, dass nicht mehr passiert ist. Das macht das Space Shuttle zum gefährlichsten Gefährt in der Geschichte. Nicht nur der Raumfahrtgeschichte, sondern der Menschheitsgeschichte. Von den rund 600 Menschen, die im All waren, brachte das Shuttle 355 davon dorthin. Das ist trotz allem eine steile Leistung. Vielleicht sollte ich mal mit Aeneas eine Ausgabe mit technischer Kritik zum Shuttle machen. Was sagst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen, was du von dieser Geschichte hältst. Es ist echt traurig, dass das Shuttle-Programm eingestellt wurde, aber ein Pflaster ist, dass wir bald vielleicht die Rückkehr der Weltraumflugzeuge erleben. Nichtsdestotrotz hat das Space Shuttle das Konzept von Weltraumflugzeugen bewiesen und somit den Weg für weitere Entwicklungen geebnet. Nimmt man das Space Shuttle, vereinfacht es dramatisch, macht die erste Stufe mit den Feststoffboostern und dem großen orangen externen Tank wiederverwendbar, und du hast ein Starship. Wenn man das Ganze nicht so gigantomanisch betrachtet, dann erhält man eher den Dream Chaser. Dieser wird von Sierra Nevada Corporation oder kurz SNC entwickelt und gebaut. SNC hat ihren Hauptsitz seit 1963 in Nevada und ist nicht bekannt dafür, besonders friedliche Produkte zu produzieren. Zu ihren größten Kunden gehört nämlich das Militär. 1994 kaufte der Ex-Mitarbeiter von SNC, Fatih Osman, mit seiner Frau Erin die Firma auf und leitete einen Umschwung Richtung kommerzielle Raumfahrt ein. 2008 gingen Fatih und Erin shoppen und gönnten sich SpaceDev. Das ist das Unternehmen, das die Hybridtriebwerke für Spaceship One und Virgin Galactic's VSS Unity und Spaceship Two gebaut hatte. SpaceDev ist auch in Dynamics Entwurf für ihre Mondlandefähre Alpaca involviert gewesen. Alpaca steht für Autonomous Logistics Platform for All Moon Access. Dynetics hatte dieses Jahr im Artemis-Wettbewerb für NASAs Mondlandefähre gegen SpaceX's Starship verloren. Übrigens Blue Origin hat auch mitgemacht und verloren. Dann haben sie geklagt, weil sie schlechte Verlierer sind, die Klage verloren und sind noch angefressener und haben die NASA damit verärgert. Das Aushängeschild der Sierra Nevada Corporation ist aber der Dream Chaser, den sie für das Commercial Crew Programm der NASA entworfen hatten. Und wieder hatte SNC gegen SpaceX verloren. Dieses Mal gab es aber auch einen zweiten Sieger. Und zwar Boeing mit ihrer Starliner-Kapsel. Dennoch sind sie in die engere Auswahl gekommen, was immer bedeutet, dass sie bereits große Summen an Fördergeldern eingesackt haben. Übrigens, in der letzten Phase der Entwicklung hat SpaceX 2,6 Milliarden und Boeing 4,2 Milliarden US-Dollar für eine Fertigstellung einer funktionsfähigen Crew-Kapsel von der NASA erhalten. Und wir wissen alle, wie das geendet ist. Boeing hat noch keinen erfolgreichen Testflug zu verbuchen, während SpaceX mittlerweile routinemäßig Crew zur und von der ISS befördert. Boeing hat im Nachhinein noch weitere 300 Millionen US-Dollar erhalten, weil sie, wie es scheint, nicht mit Geld umgehen können. Zurück zum Dream Chaser. SNC ist erst in der fünften und letzten Phase des Wettbewerbs rausgeflogen und hatte bis dahin 363 Millionen US-Dollar von der NASA eingesammelt. Das hatte anscheinend gereicht, dass sie weiter daran arbeiten und schließlich bekamen sie 2016 dann doch einen Vertrag mit der NASA für Cargotransporte im Rahmen des zweiten Commercial Resupply Services Programms. Der Dream Chaser ist etwa 10 Meter lang und kann etwa 5 Tonnen Cargo zur ISS bringen. Sollte einmal für Menschen zugelassen werden, findet eine 3- bis 7-köpfige Crew Platz. Standardmäßig soll sie auf der Vulcan Centaur von ULA in die Erdumlaufbahn gebracht werden. 2013 führte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Studie durch, die den potenziellen Nutzen des Dream Chasers für die europäische Raumfahrt erheben sollte. Ein Jahr später willigte die ESA ein, sich am sogenannten DC4EU-Projekt zu beteiligen. Das steht für Dream Chaser for European Utilization. Diese Variante für europäische Einsätze könnte auf einer Ariane 5 Rakete befördert werden. Ich finde, das ist echt komisch, denn die Ariane 5 soll durch die neue Ariane 6 abgelöst werden und trotzdem passt man den Dream Chaser an die Ariane 5 an. Das riecht wieder nach starken Budgetüberschreitungen und Verzögerungen, wenn sie in ein paar Jahren draufkommen, oh,
Jetzt müssen wir wieder den Dream Chaser neu designen, denn es gibt keine Ariane 5 Raketen mehr. Und schon gehen weitere 5 Jahre flöten. Wenn der Dream Chaser auf der Atlas 5 startet, wird es keine Nutzlastverkleidungen geben, die ihn beim Aufstieg schützt. Genau das versucht die ESA gerade für ihre Ariane 5 auch herauszufinden. Die Flügel des Dream Chasers sind theoretisch einklappbar und würden in die Nutzlastverkleidung der Ariane 5 hineinpassen. Aber um Kosten und Gewicht zu sparen, möchte man verständlicherweise darauf verzichten. Der Dream Chaser hat aber auch schon andere Kunden an Land ziehen können. Darunter die UNOSA, das Büro der Vereinten Nationen für außerirdische Angelegenheiten. Diese haben den Dream Chaser ausgewählt, ihre erste Cargo-Mission, die wissenschaftliche Experimente beinhaltet, 2024 zu starten. Im Laufe der Jahre gab es folgende Prototypen. Die erste Iteration mit dem Namen Eagle, also Adler, befand sich während der ersten 4 Tests rund 5 Minuten in der Luft nach sogenannten Drop-Tests, bei dem das Raumschiff aus einer großen Höhe fallen gelassen wird. Danach wurde er direkt in Rente geschickt. Der zweite Prototyp heißt Ascension, also Aufstieg, wird in nächster Zukunft für weitere atmosphärische Drop-Tests verwendet werden. Das nächste Modell soll schon jenes sein, welches für die SNC Demo 1 Mission im nächsten Jahr verwendet werden soll. Hierbei soll der Dream Chaser mit dem Namen Tenacity, also Beharrlichkeit, auf einer Vulcan Centaur in einen Erdorbit gebracht werden, an die ISS docken und dort 82 Tage lang Tests durchführen. Vorausgesetzt, Blue Origin schafft es, die Triebwerke für die Vulcan Centaur zu liefern. Es sieht aber nicht danach aus. Deswegen wird sich die SNC Demo 1 Mission vermutlich mindestens ein weiteres Jahr verspäten. Wenn Blue Origin die BE-4 Triebwerke nicht liefert, wird sich viel mehr verzögern als nur der Dream Chaser Demo Flug. Der Dream Chaser soll 15 Flüge absolvieren, bevor er eine Generalüberholung braucht. Er hat ähnlich wie das Space Shuttle Hitzeschutzkacheln an der Unterseite. Die Zahl der Kacheln liegt aber hier nicht bei über 20.000, sondern bei 2.000. Erstens, weil das zu schützende Raumschiff wesentlich kleiner ist, aber auch weil die Kacheln 25 statt 15 cm Seitenlänge haben. Außerdem navigiert er in der Schwerelosigkeit mit Ethanol, was nicht giftig ist. Mit ein Grund für den Einsatz eines Dream Chasers ist auch, dass man Menschen schnell und sicher von der ISS evakuieren kann. Im Ernstfall, zum Beispiel bei einer Erkrankung oder Verletzung, könnte die Crew in wenigen Stunden zur Erde zurückkehren und direkt auf der Landebahn behandelt werden. Nicht so, wenn sie in einer Kapsel im Ozean landen und erst noch geborgen werden müssen. Ein Ass hat der Dream Chaser noch im Ärmel. Um Müll auf der ISS loszuwerden, hat sie ein abtrennbares Modul, welches in der Atmosphäre verglüht. Das ist wichtig, denn der Müll auf der ISS muss auch entsorgt werden. Wir wissen jetzt, dass die SNC bereits mit der ESA im Austausch für eine europäische Version des Dream Chasers ist. Sie haben 6 fix gebuchte Flüge im Rahmen des zweiten CRS-Programms. Eine Mission für die UNOSA und wer mein Video über die Raumstationen der Zukunft gesehen hat, der weiß auch, dass Blue Origin für ihre Raumstationen auf den Dream Chaser zurückgreifen möchte. Auch die Gateway Foundation präsentiert den Dream Chaser als zentralen Bestandteil ihrer geplanten Raumstationen. Tatsächlich liefert SNC nicht nur den Dream Chaser für Blue Origins Orbital Reef Raumstation, sondern ist allgemein in ihren Bau involviert. Diese Raumstation soll bis 2027 in Betrieb sein. Laut einem Artikel von Michael Sheets haben sie dieses Jahr 1,4 Milliarden US-Dollar an Investmentkapital eingesammelt. Also werden sie vermutlich noch einige Zeit ihr Unwesen treiben. Wenn das klappt, könnte sowohl Blue Origin als auch die Gateway Foundation große Stückzahlen des Dream Chasers kaufen bzw. leasen. Das wäre der ultimative Durchbruch. Im Moment ist er nur für Cargo zugelassen, aber einmal in Betrieb könnte die Zulassung für Menschen innerhalb von 5 Jahren erreicht werden. Was sagst du? Hat der Dream Chaser eine Chance, sich durchzusetzen? Schreib es mir in die Kommentare. Der Dream Chaser, das Shuttle und die russische Buran sind sogenannte Vertical Takeoff and Horizontal Landing Vehicles, weil sie senkrecht starten und waagrecht landen. Das erfordert immer eine oder mehrere Stufen, die es ins All bringen, bevor es nützlich sein kann. Es gibt aber Konzepte, die Raumfahrt auf eine ganz andere Ebene heben. Das bringt uns zum Skylon. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes SSTO oder Single Stage to Orbit. Das bedeutet, dass dieses Gerät aus eigener Kraft Orbitalgeschwindigkeit und Höhe erreichen kann. Noch dazu ist es ein HOTOL,
ein Horizontal Takeoff and Landing Vehicle. Also es startet und landet waagerecht. Und wieder lehnt sich dieses Design an den Silbervogel der Nazis an. Viele sind ja der Meinung, dass ein solches Konzept wegen der gnadenlosen Raketengleichung keinen Sinn macht. Aber was, wenn ich euch sage, dass das britische Unternehmen Reaction Engines versucht zu schummeln und die Raketengleichung zu umgehen? Reaction Engines arbeitet am sogenannten Skylon. Dieses Weltraumflugzeug ist um ein zentrales Triebwerk herum gebaut und designt. Die Hauptarbeit der Entwicklung fließt wie auch bei anderen Raketen in das Triebwerk mit dem Namen Sabre. Das steht für Synergetic Air Breathing Rocket Engine, also ein synergetisches, luftatmendes Raketentriebwerk. Was das heißt, ist, dass das Triebwerk beim Ansaugen der Umgebungsluft diese stark herunterkühlen, den Sauerstoff vom Rest trennen und lagern kann. Skylon soll nur mit Wasserstoff betankt werden. Somit spart man sich beim Start den Sauerstoff. Dieser wird erst im Flug vom Triebwerk selbst hergestellt. Beim Start auf dem Boden gibt es natürlich genug Sauerstoff für das Triebwerk zum Atmen. Das nutzt das Triebwerk so lange aus, bis die Luft zu dünn wird, um eine stabile Verbrennung in der Brennkammer aufrechtzuerhalten. Sabre greift auf einen kombinierten Zyklus zurück und hat zwei Modi. Im ersten Modus wird Umgebungsluft angesaugt, komprimiert und mit Hilfe von Helium im Vorkühler heruntergekühlt. Diese Luft wird in die Brennkammer geleitet, wo sie mit dem lagernden Wasserstoff reagiert und verbrennt. Durch das Vorkühlen der Luft kann man hier leichte Legierungen verwenden, da man keinen hohen Temperaturen in der Brennkammer standhalten muss. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird in dieser Phase ein Überschuss an Sauerstoff erzeugt, sodass ein Teil davon für den späteren Teil des Flugs gelagert werden kann. Sabre soll doppelt so viel Schub erzeugen können wie die besten heutigen Jettriebwerke. Vielleicht müssen sie auch eine kleine Menge Sauerstoff mitbringen, aber diese Idee sollte ziemlich viel Masse sparen, denn die meiste Energie wird gebraucht, um die dichten Schichten der Atmosphäre zu durchbrechen. Genau dieses Problem adressiert dieses Triebwerk. Die Luft wird aber nicht verflüssigt. Das sorgt für mehr Effizienz. Wenn der Lufteinlass bei Mach 5 und einer Höhe von 28,5 km geschlossen wird, stellt das Triebwerk auf den zweiten Modus um. Ab jetzt ist es ein hochperformanter geschlossener Raketenantriebszyklus und nutzt den im Flug hergestellten Sauerstoff und den mitgebrachten Wasserstoff, um einen Orbit zu erreichen. General Dynamics arbeitete schon in den 1960er Jahren mit der US Air Force an einem ähnlichen Konzept. Dann wurde die Idee von einem Joint Venture zwischen der British Aerospace und Rolls-Royce weiterverfolgt. Als sich Rolls-Royce aus dieser Unternehmung zurückzog und die britische Aerospace niemanden mehr hatte, der das Triebwerk auch bauen kann, gaben sie schließlich auf. Dann fanden sich 1989 einige Ingenieure und Wissenschaftler zusammen und gründeten das Unternehmen Reaction Engines Limited und forschten weiter an dieser Idee. 2016 erhielten sie eine Fördersumme von 60 Millionen Pfund von der britischen Regierung und der ESA und 40 Millionen von anderen Investoren, um einen Demonstrator zu bauen. Also ein sogenanntes Proof of Concept. Sie sollten beweisen, dass diese Idee kein Schwachsinn ist. Und in diesem Sommer haben sie genau das getan. Ihre Testanlage befindet sich im Luft- und Raumfahrthafen in Colorado. Sie haben die heißen Abgase eines alten F-4 Phantom Kampfbombers direkt in den Sabre-Prototyp geleitet und konnten diese in einer 20. Sekunde auf minus 150 Grad Celsius herunterkühlen. Das ist ein großer und wichtiger Meilenstein. Skylon soll bis zu 12 Tonnen Nutzlast zur ISS befördern können. Das ist schon beachtlich. Mit einem Preis von 1.800 US-Dollar pro Kilogramm schafft sie es, die üblichen Verdächtigen der Raumfahrt zu unterbieten. Damit wäre der Preis pro Kilogramm aber trotzdem noch 400 US-Dollar über dem Preis der Falcon Heavy. Und sobald Starship in Betrieb geht, verliert sowieso die gesamte Raumfahrtbranche ihre Daseinsberechtigung. Denn Starship soll den Preis pro Kilogramm auf 10 US-Dollar oder weniger drücken können. Skylon soll dazu in der Lage sein, Langstreckenflüge in 1 oder 2 Stunden zu absolvieren. Starship schafft diese Strecken in unter einer Stunde. Aber nach 30 Jahren Arbeit und diesem großen Durchbruch werden sie nicht Halt machen. Ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen. Was hältst du von Skylon? Hat es Zukunft oder ist es Beschäftigungstherapie britischer Art? Lass es mich in den Kommentaren wissen. So, und jetzt möchte ich mich noch einmal
gerne bei all meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ganz besonderer Dank geht an meinen neuesten Missionsspezialisten Raphael. Danke euch allen. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal auf neue Ebenen heben kann. So, meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.